Herzlich willkommen in Malberg. Hier lebe ich gern, in Malberg, wo sich Wohnen, Arbeiten und Freizeitvergnügen bestens miteinander vereinbaren lassen. Hier, wo die jahrhundertealte Geschichte unserer Stadt stets allgegenwärtig ist und wo die vielen Baudenkmäler von unserer Vergangenheit zeugen. Weil die Kinder bei uns liebevoll betreut werden. Weil man von Malberg aus viele Ausflüge unternehmen kann. Weil man hier Historisches und Traditionelles erleben kann. Weil wir hier tolle Freizeitmöglichkeiten haben. Weil wir von einer schönen Natur umgeben sind. Weil wir für die Sicherheit unserer Bürger da sind. Weil wir gut versorgt werden hier. Ja, hier in Malberg lässt es sich wirklich gut leben. Das Stauferstädtchen mit dem Stadtteil Orschweier präsentiert sich als historischer und moderner Ort zum Wohlfühlen. Idyllische Plätze und Ecken, freundliche Menschen, junge Familien, dazu viel Natur und Kultur, das ist Malberg. Viele alte Gebäude und Brunnen zieren die Altstadt und verleihen dem Ort eine behagliche Atmosphäre. Von der Burgmauer des Malberger Schlosses hat man einen wunderbaren Ausblick auf Malberg und die Rheinebene. Die Malberger Burg und das dahinterliegende Schloss sind ein Wahrzeichen der südlichen Ortenau. Ein Kleinod ist auch das sogenannte Orschweirer Schloss, der ehemalige Herrensitz der Freiherren Böcklin von Böcklinsau aus dem 19. Jahrhundert. Neben den vielen historischen Schönheiten bietet Malberg aber auch viel Raum zum Entspannen und Leben. Attraktive Grundstücksplätze finden junge Familien im Neubaugebiet Lachenfeld. Das moderne und vielseitige Wohngebiet verfügt über große Grünflächen, mehrere Spielplätze und zahlreiche Rad- und Fußwege. Hier finden Familien alles, was sie brauchen. Ruhige Wohngebiete mit verkehrsgünstiger Anbindung, nahegelegene Einkaufsmöglichkeiten in gut sortierten großen und kleinen Geschäften. Im familien- und kinderfreundlichen Malberg lässt es sich gut leben. Das gilt auch für die Senioren, die sich mit den vielen Angeboten der Seniorentreffen fit und gesund halten. Aber auch im modernen Pflegezentrum werden die Senioren bestens betreut. Die verkehrsgünstige Lage mit direkter Anbindung an die Bundesautobahn 5 und der Rheintalbahn über den Bahnhof Orschweier sowie die Nähe zu den Nachbarländern Frankreich und der Schweiz fördern die Ansiedlung von gewerblichen Betrieben. Im Gewerbegebiet Orschweier haben viele große und kleine Unternehmen ihren Platz gefunden. Den Unternehmen werden bestmögliche infrastrukturelle Voraussetzungen geboten. Beste Voraussetzungen also für gewinnbringende Geschäfte. In Malberg lassen sich in geselliger Runde Freundschaften pflegen. Bei einer leckeren badischen Spezialität und einem guten Malberger Wein der Winzergenossenschaft oder der privaten Weingüter können Sie das Leben in vollen Zügen genießen. Um die besonderen Wein- und Schnapsspezialitäten auszuprobieren, können Sie im Herbst auch eine heimische Straußenwirtschaft besuchen. Hallo, ich bin Christina Oberkvöll und stolz darauf, in Malberg aufgewachsen zu sein. Ich habe hier beim TuS Malberg meine ersten sportlichen Erfolge gefeiert und mich hier immer sehr wohl gefühlt. Tja, auch wenn wir nicht an die sportlichen Erfolge von Christina heranreichen können, so gibt es in Malberg und Orschweier viele Möglichkeiten, um sich fit zu halten. Malberg und Orschweier überzeugen durch eine Vielzahl an Vereinen mit sportlichen Angeboten.
Ob Fußball, Tennis, Bogenschießen, Angeln, Pool oder einfach nur Minigolf, Malberg hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Hier befinden wir uns nun an einem ganz besonderen und in ganz Deutschland einzigartigen Ort. Wir sind jetzt nämlich im Oberrheinischen Tabakmuseum in Malberg, dem größten Fachmuseum zum Thema Tabak in ganz Europa. Es ist ein schönes Ausflugsziel für Tabakfans und Gegner, Liebhaber alten Gewerbes und Freunde traditioneller Landwirtschaft oder historischer Sammlungen. Das Museum präsentiert auf 4 Stockwerken und in einem ausgebauten Tabaktrockenschopf mit einer Gesamtausstellungsfläche von über 1700 Quadratmeter eine einzigartige Sammlung. In Malberg wird gern gefeiert. Geselligkeit und Gastfreundschaft stehen im Mittelpunkt aller Feste und Veranstaltungen. Los geht das Jahr in Malberg mit der schönsten Jahreszeit, mit der Orschweierer Fasend. Die traditionellen Masken der Narrenzunft Hornig-Orschweier, das Jockeli und die Kühe, aber auch die Prinzengarde, der Musikzug und die Tanzgruppen sorgen in der närrischen Zeit für buntes Treiben. Das Malberger Stadtfest am 1. Oktoberwochenende bietet die Gelegenheit, die neuen, aber auch die alten Freundschaften zu pflegen. 2 Tage gemütliches Beisammensein auf dem Straßenfest im historischen Ortskern von Malberg heißt hier die Devise. Den Abschluss des Jahres bildet der idyllische Weihnachtsmarkt am 2. Montag im Dezember. Malberg, die Stadt zum Wohlfühlen, Träumen und Entdecken. Hier lebe ich gern.